Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit der nächsten Runde von TPT6. Leider unserem letzten Online-Turnier. Das zweite Halbfinale. Wer spielt denn da? Ich weiß gerade gar nicht, wer da überhaupt spielt. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Ist schon ein bisschen her, aber nochmal danke an alle Sponsoren. Card Market, Ultimate Guard natürlich und Custom Playmat. Okay, der eine spielt schon mal Cosmo. Er fängt direkt mit Dark Planet und Thailand Tinken. Direkt der Tati-Move. Der Tati-Move. Aber nicht vergessen, mit 4000 bitte auch angreifen. Also das Video kommt noch. Das saftige Video kommt noch. Also der Cosmo-Spieler fängt gut an. Monster-Effekt kann er einen negieren und alle Spells, also zweimal. Der Gegner hat 6 Handkarten gegen 2. Das ist jetzt kritisch. 3 davon kann der Gegner spielen. Er hat direkt negiert Panthesen plus 1. Panthesen von Grave. Holt sich Tenacity. Boah, die Karte ist so krass, finde ich. Ja. Ist so heftig. Gegner hat die nicht negiert. Er wird dann wahrscheinlich die Gesuchte dann negieren. Schauen wir mal. Jetzt ist die Frage, wie will er ihn umspielen? Wenn Gegner mal Negiersachen hat, muss er überlegen, wie er ihn umspielen kann, dass er die falsche negiert. Irgendwie, dass Stormfall durchkommt und dann den Wegtribute. Genau. Oder so. Ja. Aber kann nicht gezielt werden. Er kann rüberrennen. Wer ist das? Ich kenne den gar nicht. Das ist ein Super Quantum. Super Quantum. Kann er nicht auf Dark Planet schießen irgendwie? Nein, der kann nicht gezielt werden. Ach so, okay. Also zielt dieser Quantum. Kuratz, der zielt auch. Schauen wir mal, was er macht. Versucht irgendeinen Out zu ziehen. Also jetzt sehen wir die richtigen XYZ-Moves, nicht die von Steve. Ja. Jetzt Dark Planet, er muss angreifen. Theoretisch würde eine Mirror Force ausreichen, oder? Theoretisch schon, ja. Ja, okay. Aber spielt zurzeit keiner, außer dir. Ja, außer ich. Aber da kommt Erebus, Schuss auf Dark Planet und vorbei, er gibt auf. Erebus schießt er ohne zu ziehen? Ja. Okay. Beide Seiten. Wer fängt an? Cosmo fängt wieder an. Tinken, nur einer verdeckt. Er spielt Cosmo Control. Kickt Sherman auf die Hand, also. Er hat sich kleiner gesucht, ich nehme mal an. Seine Hand ist schon voll mit Gürsogern. Ja, und er hat kein Cosmo Town. Saftiger MST. Hm. Oh, Maske. Interessant. Okay, wenn er schon MST auf die... Jetzt wird ein fetter Zug kommen. Auch wenn ich das Duell nicht kenne. Er wird jetzt auspacken. Anti-Brickmo nach seinem Start. Ja. Panthesen. Noch ein Panthesen. Ganz kurz nebenbei, unsere Bennett-List steht auch kurz bevor. Dauert nicht mehr lang, oder? Vielleicht mal schauen. 2-3 Wochen, vielleicht einen Monat und... Nee, also auf jeden Fall nach der EM. Nach der EM. Nee, die kommt auch manchmal vor der EM, aber ist da nicht gültig. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Es kommt sicher noch ein paar Videos dazu. Diskussionen und so. Predictions. Aber der Monarch-Spieler konnte nichts auspacken. Farmgirl kommt durch. Jetzt kommt Farmgirl. Max C wird angechained. Landwalker. Angriff. Nochmal. Destroyer. Schafft er den OTK? Der Schaden wird erreichen? Twin Twister auf seinen eigenen, damit er die Falle im Grave hat, um den OTK zu überleben. Prime Monarch kommt. Aber da kommt noch ein Destroyer und vorbei. 1-1. 1-1, okay. Also gute Duelle, spannend, nicht schlecht. Die schreiben sich gegenseitig im Chat, aber nichts von Bedeutung. Schauen wir mal, das letzte Duell jetzt. Er fängt an. Er hat, also der Monarchenspieler hat Cosmo anfangen lassen. Hm, riskant, aber er hat es geschafft. Gegner hatte nur einen Teleport. Wird jetzt nichts Großartiges raushauen. So eigentlich genau selber Start wie beim letzten Mal. Tinken und eine verdeckt. Spielt er überhaupt Cosmo Town jetzt? Also ein schwaches Feld von Cosmo. Jetzt hat Monarchen wieder 6 Karten. Er überlegt. Twin Twister. Jetzt muss er wieder ein Feld rausbringen. Cosmojo. Interessant.
Rathier? Ja, okay. Der Monarchenspieler ist nicht zufrieden mit seiner Leistung. Er sagt, was spielt er für einen Müll zusammen im Chat? Gegner hat Lady draußen. Tenacity. Der Gegner gibt einen Tenacity auf die Hand. Ja. Der geht Ding. Ah, dadurch kriegt er die Spell wieder zurück auf die Hand. Ich seh nur abwerfen und ziehen und Effekte. Super Quantum kommt. Okay, Exit. Wieder auf den. Greift an. Oh, Destroyer banished. Oh, Stormfall. Kurze Diskussion wegen der Seite, aber das ist irrelevant. Ich hab den wahrscheinlich gesagt, spielt einfach weiter. Ja, das kann auch Teil sein, psychische Teil, psychische Tricks. Der Kosmos-Spieler hat außersehen eingegeben, dass er Game 3 schon gewonnen hat online. Und das kann einen moralisch schon fertig machen. Schauen wir mal, ob das geplant war oder Absicht, wissen wir nicht. Da kommt, wird geopfert, also Destroyer wird geopfert. Geplant oder Absicht, das ist dasselbe. Ob es geplant oder außersehen war, meinte ich. Monarchen-Action. Die Frage ist, wir wissen nicht, was der Gegner auf der Hand hat. Er banished, holt Forerunner. Könnte doublen und dann... Ja, dann holt er aber... Was dann holt er Farmgirl, greift Dingern, Kugats. Ah, nicht so saftig, ich weiß nicht. Schauen wir mal, aber er hat drei Handkarten noch, der Monarch-Spieler. Ja, der Kosmos-Spieler verliert langsam die Ressourcen. Ohne Kosmotown, wie man sieht, wird schwer, weil pro Runde eine Karte ist schon wichtig. Double und dann Lady wahrscheinlich oder so. Mhm. Lady greift dann Kugats an. Oder vielleicht Lady, Double und dann Tin Can und dann Endface, ich weiß nicht. Ja. Die Frage ist, will er Kurats auf dem Feld lassen? Wieso nicht, also? Stört jetzt nicht unbedingt. Oh, Slip Rider. Hm, ich weiß nicht. Ah, da gab's... Das ist komisch. Wieso Slip Rider? Ja, jetzt. Wegen Cosmojo, aber... Ja, ja. Jetzt hat er eigentlich gar nichts mehr. Über den Strumming kommt der Monarchenspieler sicher drüber und dann... Muss der Kosmos-Spieler topdecken? Ich glaube, das war's. Ja, der Kosmos-Spieler hat unglücklich gezogen, wirklich keine Kosmotown und deswegen gibt es auch immer wieder welche, die sich Teile überlegen. Ja, das war's. Landformen zu spielen. Monarchen gewinnen, sind im Finale. Ich habe jetzt den anderen Gegner vergessen. Ah ja, Klee, glaube ich. Ansonsten, das war das Duell, das Match, TPT 6, Runde 4, Halbfinale, zweites. Check nochmal alle anderen Feature-Matches ab. Checkt das Finale ab und bis dann leidet nicht. Servus Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten, dann wissen wir Bescheid, aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können, dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab und leidet's nicht und schaut's vorbei.